Habe ich eine Kataka? Messing Zitadelle. Doppelpunkt. Schusswaffenhändler. Die schreibe ich mir einfach mal so auf. Was ist mit der Olana-Hausiererin hier? Hello there. Say, you look like you're a long way from home. Oh, hallo Zwerg. Sag mal, du siehst aus, als wärst du weit weg von zu Hause. I've got all sorts of goods and supplies. Take a look before you head back out. Ich habe alle möglichen Waren und Vorräte. Sieh dir einmal an, bevor du weiterziehst. Warum arbeitest du in einem rautaischen Außenposten? Because I'm from Rauatai. Or, to be more specific, my ancestral home's been part of the Empire for decades. Sie kichert, weil ich aus Rauatai komme. Oder um genau zu sein, die Heimat meiner Vorfahren ist schon seit Jahrzehnten Teil des Reichs. Das sind jetzt ein paar Generationen. Wie wurde deine Heimat zum Teil Rauatais? Wie immer schätze ich mal, ihre Soldaten haben unsere geschlagen. Sie zuckt mit den Schultern. Stört dich das nicht? Sie sieht dich kurz an, um sicherzustellen, dass niemand lauscht. Ja, früher hat es das vielleicht, als ich jünger war. Ich bin mit Geschichten aufgewachsen, die von einer Zeit vor der Zeit meiner Großeltern erzählten. But they were children themselves when Rauatai took over. Aber sie waren doch selbst noch Kinder, als Rauatai die Herrschaft übernahm. Sie ziehen eine düstere, aber zugleich nachdenkliche Miene. Some wax romantic about the old days. Anyways, I'm just trying to make a living. That's why I'm here after all. Romantische Verklärung vergangener Tage, aber heute will ich mir nur noch mein täglich Brot verdienen. Und deswegen bin ich schließlich auch hier. Wie ist es so, unter rautanischer Herrschaft zu leben? I don't know. I never known anything else. Keine Ahnung, ich kenne es doch nicht anders. We've got the Rauatians' fancy new irrigation canals now, and the roads have gotten better. The ones leading into Tekoa, anyhow. Ach, Tekoa. Das ist die Hauptstadt von Rauatai gewesen. Wir haben jetzt diese tollen neuen Bewässerungskanäle der Rautaner und die Straßen sind besser. Zumindest die, die nach Tekoa hineinführen. Sie hält Gedanken verloren ein und lächelt. Funny thing is, the further you go on them, the nicer everything gets. And the more it all looks like this. Das Lustige daran ist, je weiter man ihnen folgt, desto schöner wird alles und desto mehr sieht alles wie hier aus. Sie nickt den Steinmauern und Türmen zu. Da sollen wir uns mal wieder dem Geschäftlichen zuwenden. Das Thema liegt mir eher. Dann zeig mal, was du hast. Regenerationsring, Knochenanhänger, Panzerhandschuhe der Ogerkraft. Oh, die klingen schön, aber ich kann sie mir noch nicht leisten. Aber ich kann hier bei dir sicher zeuglos werden. Waffenmäßig jetzt gerade nichts. Aber rüstungsmäßig. Dürrwedische Kleidung. Principi-Kleidung. Den Schuppenpanzer nicht unbedingt, außer ich habe einen besseren. Nö. Wobei der Rauatai-Schuppenpanzer genauso gut ist. Also weg mit dem normalen. Rautai Gambason, Lederrüstung der Principi, Kettenrüstung Gambason und Brustharnisch. Also die Kettenrüstung kann weg, weil da haben wir eine gute. Der Brustharnisch bleibt mal und Stichbrand, ja, der Gambason kann man weg. So, bitteschön, du bist ein bisschen reicher geworden. Oh, gib mir mal deine Dietriche, da bin ich wieder ein bisschen ärmer. Okay, die will du schon mal erstmal nicht mit uns mit. Jetzt gucken wir mal in die Offizierslounge. Indeed. Oh, ich habe vergessen, mir die Kanone unten anzugucken. Kann ich ja immer noch machen, wenn wir wieder rauskommen. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt wieder einen Haufen Zeit verplempert mit dem Typen wegen den Handschuhen, weil ich nicht aggressiv sein wollte. Meet her eye when you've got bad news. She respects that. Hier sind ein paar Leute. I don't think she likes me. I spend most of my career escorting foreign ships. Hast du mal eine Leichenfrucht probiert? Sowas gibt's in unserem Land nicht. Of course. Ja, hier kann ich mir wohl Inseln. Jemand namens Pero verprügelt seine Gegner in Hasota. Ich wollte eigentlich die. Ach so, das steht auf der Karte.
Ladungslisten verraten, dass seit Peter auf Rauta empfangen und rohe Lebensmittel dorthin zurückgeschickt wurden. Also aus Rauta empfangen wurden. Mhm. Ich würde ja selbst nach Hasongo gehen, okay. Die Mitteilung lautet Service reserviert für Offiziere der königlichen Todesfeuergesellschaft. If this is about the Hazatoa tournament, I've got nothing to do with that, alright? I just serve the drinks. Wenn es um das Hazatoa-Turnier geht, ich habe nichts damit zu tun. Klar, ich serviere nur die Getränke. Er hält seine Hände mit resignierter Erschöpfung eines Mannes hoch, der sich schon viele Mal erklären musste. Ich würde etwas bestellen. I'm really only supposed to serve Royal Deadfire Company Captains. But I'll make an exception for a fellow dwarf. Er beugt sich näher zu dir. Ich sollte eigentlich nur Kapitän der königlichen Todesfeuergesellschaft bedienen, aber für andere Zwerge mache ich gerne eine Ausnahme. Er zwinkert. Try the razor skewers, if you can handle the heat. Probier das Tahiva-Spieß, wenn du die Schärfe aushalten kannst. Er grinst herausfordernd. So, bei ihm könnten wir rerollen und ja, Zeug kaufen. Meppu. Grog rum. Hm. Nicht wirklich. Ach ja, und ich sollte noch. Kann ich kopieren? Ah ja, ich kann kopieren. Sehr schön. Zentrum. Händlerin mit Ringen. Bei der die Ringen plus Handschuhe. Gut. Yes? Gehen wir noch mal mit ihm. It'll glue your elbow to the bar. Sei vorsichtig mit dem Arx, sonst bleibt er schnell an der Theke kleben. Can I help you with something? Warum arbeitest du für die königliche Todesfeuergesellschaft? They always pay on time. They're run by the Ranga Nui, so they should, right? Sie zahlen immer pünktlich. Sie werden vom Ranga Nui geführt, also sollten Sie es auch, oder? Also, I'm from a town near Tekoa. Rautai is full of all kinds of kith, not just Amawa. Außerdem bin ich aus einem Ort in der Nähe von Tekoa. Rautai ist voll von allem möglichen Gestanden, nicht nur Amawa. But the Amawa have a long history at sea. They make up a lot of sailors and soldiers, including most of the ones that ended up here. Aber die Amawa haben eine lange Geschichte auf dem Meer. Sie machen einen Großteil der Seemänner und Soldaten aus, einschließlich der meisten, die hier gelandet sind. Er nickt beiläufig in Richtung der Theke. Ja, was war das gerade mit Hasota? Some of the soldiers and sailors get to making unwise bets when they play. Manche der Soldaten und Seemänner machen unkluge Wetten, wenn sie spielen. Er rollt seine Augen. Like I said, I keep out of it. Wie ich schon sagte, ich halte mich da raus. None of the regulars are looking for new opponents, though, if that's what you're asking. All the better for you, trust me. Aber keiner der regelmäßigen Spieler sucht nach neuen Gegnern, falls das deine Frage war. Umso besser für dich, vertrau mir. Hä? Warum zur Hölle bist du jetzt schon Stufe 7 geworden? Na gut. Neue Kraftstufe, zwei neue Fähigkeiten für Medium. Mechanik ist immer gut. Und Blöffen ist immer gut. Neue Kraftstufe ist hier, weil wir 7 geworden sind. Maximale Fokus steckt dann. Das ist schon mal sehr nett. Verstandslanze. Fehlt das Ziel auf einer Lanze aus reiner Kraft? Das ist gar nicht mal so schlecht. Betäubt alle Feinde im Wirkungsbereich. Ne, betäubt das Ziel und alle Feinde im Wirkungsbereich erhalten Wundschaden. Wirkt sich auch, wenn zufällig ist, auch so schwächt den Gegner, stärkt das Medium. Versieht einen Verbündeten mit einem mentalen Sperr gegen seinen Schmerz, gewährt ihm dadurch einen Bonus auf seine Schadensinduktion.
Regeneriert seine Ausdauer mit der Zeit. Das ist eigentlich ganz nett. Aber ich will erstmal die Lanze haben. So. Der Rest dürfte auch demnächst Level abkriegen. Spätestens, wenn wir das nächste Gebäude erkundet haben. So, ich wollte mir die Kanone hier unten noch ansehen. Das Metall ist so glatt wie Marmor und wurde poliert, damit er glänzt. Mhm. Sicherlich auch über die Kanone. Aber was ich gerade sehe, wir könnten hier theoretisch runter. Und wieder hier raus, wenn wir da oben waren. Okay. Das heißt, ich gehe doch erst hier lang. Tag, Jungs. Ist hier was Besonderes drin? Ja, Alkohol für unsere Mannschaft. Also ja, das müssen wir wirklich jedes Mal machen. Euer Volk ist das einzige, das so weit gereist ist wie unseres. Dürfen wir ins Pulverhaus rein? Tut mir leid, aber der Zutritt zu diesem Bereich ist strengst verboten. Der junge Wachmann richtet sich zu seiner vollen Größe auf und verschränkt die Arme. Was ist das für ein Ort? Private Property of the Royal Deadfire Company, that's what. Privates Eigentum der königlichen Todesfeuergesellschaft, das ist es. Beugt dich misstrauisch. Kann ich mich drin einfach mal umsehen? Sorry. My orders come from the Hazanui herself. Tut mir leid, manche Befehle kommen von der Hazanui persönlich. Also vom raotanischen Admiral. Hier sieht es irgendwie so verlassen aus. Kann daran liegen, dass es schon spät ist, oder? Ja, ich glaube, ich warte mal bis 6 Uhr. Ding. Hat aber allerdings nicht viel gebracht, nur dass er hoffentlich jetzt wieder... Nein, er ist noch einen Tag verletzt. Okay. Habe ich jetzt kein so großes Problem damit. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen. Naja, irgendwann kommen wir ins Pulverhaus rein. Sobald wir mit den mit der Todesfeuergesellschaft ein bisschen besser stehen und irgendwas Offizielles haben. Edirianischer Leibwächter. Flottenmeister. Autanische Wache, da kommen wir nicht rein, okay. Ah, wir zwei haben jetzt auch ein Level up. Also Hagrim und Edda. Athletik trifft sich gut. Überleben ist auch nicht schlecht. Zwei neue Punkte, wir haben jetzt das freigeschaltet. Ja, wenn ich den Gefährten heile, ist er C. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Verbindung des Pirschjägers. Schützen der Gefährte. Der Waldläufer bekommt nun ebenfalls einen Boss auf Genauigkeit, wenn er einen Gegner bekämpft, der von seinem tierischen Gefährten bedroht wird. Mhm. Erhöht den geteilten Boss, der dem Verteidigungsbündnis verliehen wird. Nee, nicht unbedingt. Das auch nicht unbedingt. Der Waldläufer zieht auf den Kopf des Gegners und stört ihn. Na, das wäre nicht schlecht. Ansonsten. Kampfbeginn Konzentration. Ja, der Zeitschadenseffekt ist allerdings auch nicht schlecht.
Wodurch er mit jedem Treffer mehr Schaden zufügt und mehr Schadensreduktion durchdringt. Das wäre auch nicht schlecht. Ne, nehmen wir das mal. Machen wir Fenrir mal ein bisschen stärker. So, und bei Edda kriegt auch noch ein Level ab. Ein Punkt in Heimlichkeit. Ein Punkt in Religion. Einfach mal so. So, was hat Edda hier? Verleiht Waffen aus dem Waffenschwerpunkt. Das wäre sehr gut.